Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords. Wir haben in der letzten Folge, waren wir ganz kurz im Schattenreich durch das Portal, welches Zacharias als Forschungsobjekt hatte. Und haben nicht wirklich mehr über unsere Seele und so erfahren, aber naja, wir haben einen Schattenlord besiegt, das ist ja schon mal ganz praktisch. Und außerdem haben wir Ilvas Prismen abgegeben, das heißt, wir holen uns ganz kurz unsere Belohnung ab, wenn wir denn überhaupt eine kriegen. Bitte was? Ich habe alle Prismen verteilt, ich habe alle Prismen gefunden. Kannst du mir etwas beibringen? Ich will mit dir handeln. Ist aber eine schöne Belohnung. Diese Astralsicht macht alle Arten von Schattenwesen sichtbar. Ich habe alle Prismen verteilt. Sehr gut. Ich hoffe, es gab keine Probleme. Nicht der Rede wert. Gut. Da du dich bewährt hast, sollst du nun deinen eigenen Prismastein bekommen. Ich denke, du wirst ihn gebrauchen können. Danke. Es ist auch sehr schön, dass wir die ganzen Prismen, die wir haben, quasi gleichzeitig benutzen können und die nicht irgendwie auswechseln müssen. Wahrscheinlich haben wir unter unserer Augenklappe noch so 20 andere Augenpaare, die jeweils ein eigenes Prisma bekommen. Ich habe alle Prismen gefunden. Gut gemacht. Vergiss nicht, sie auch zu benutzen. Sie werden dir sehr hilfreich sein. Das hoffe ich auch. Aber ich verabschiede mich noch einmal. Wir haben noch ein Date mit einem Seeungeheuer. Dem dritten Seeungeheuer seiner Art. Und es ist nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Oh nein. Das kann man ja gerne machen. Ich habe eigentlich ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt in See steche. Deswegen lenke ich mich damit lieber ab. Außer mit Mendoza, weil sonst verschwindet der wieder. Mangroven! Schwarzes Land! Ja, Kleiner. Die Schatten machen vor gar nichts Halt. Tote Bäume! Tote Vögel! Ich arbeite daran. Keine Sorge. Bald wird wieder alles gut. Holzkopf! Nicht vergessen. Ich unterhalte mich mit einem Papagei. Ich glaube aber immer noch, dass der uns irgendwas sagen will mit seinem Papa und so. Mangroven, wenn ich jetzt genau wüsste, wie Mangroven aussehen, dann könnte man eventuell eine Insel, auf der Mangroven wachsen, ansteuern und dort im toten Land nach Pollys Papa suchen. Wer war er überhaupt? Wo kommt dieser Vogel eigentlich her? Ja. Hey, dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern. Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. Dann schicken wir Patty mit ihren reizlichen, weiblichen Reizen, weil sie so reizend ist, noch einmal übers Schiff und dann ist wahrscheinlich auch wieder alles gut. Du kannst Bericht abstatten gehen, hättest es machen können, wir steigen gleich Diese wieder in See. Diese Totenkopfhöhlen sind schon so ein Phänomen. Aha. Ja, wer solche riesigen, haushohen Felsenformationen aus dem Boden schieben kann, muss verdammt viel Kraft aufwenden. Ich kann nur hoffen, dass ich dem Urheber nie gegenüberstehen muss. Ich mach das dann lieber mit Horas oder Bones oder irgendjemanden, vielleicht mit Patty. Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Tatsächlich? Irgendwie spüre ich die Gegenwart des Bösen um uns. Es ist, als ob wir fortwährend von einer unsichtbaren Macht angeglotzt werden. Schlaf dich mal richtig aus, dann gehen auch deine Hirngespinste weg. Vielleicht. Und ich dachte schon, er meint Mendoza. Guck mal, alle haben hier so Blut. Alle sind rot. Unten können wir noch Rum einsammeln. Mendoza ist... grau. Er hier ist pink. Warum auch immer. Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Und seine Haare leuchten auch irgendwie ein bisschen lila. Dafür haben wir ja hier unseren besten Freund. Warum sind Menschen eigentlich immer so böse, wenn Schaffer in der Nähe? Keiner will sich von dir beklauen lassen. Ganz einfach.
Warum so schlimm? Komm schon. Der Unterschied von mein und dein ist dir ja wohl bekannt. Aber Gnome müssen sammeln. Ist wie atmen. Menschen vielleicht irgendwann verstehen. Hier, nimm Gold für gute Taten, Homie. Vielen Dank. Ich werde die Münzen sehr gerne in meine Sammlung tun. Mit ihm reden wir nicht, sonst verschwindet er wieder. Hat Bones eigentlich irgendwas zu sagen? Oder will er uns so darauf hinweisen, dass wir mit den anderen reden sollen? Anscheinend schon. Dann können wir jetzt da in See stechen. Ich will nicht. Wir wollten nach Kalador. Na, bitte sehr. Ich sag eine Viertelstunde mindestens. Zwei Versuche. Wir können noch jetzt eure Wetten abgeben. Ich wette 2 Cent darauf, dass ich es nicht schaffe. Beim ersten Mal. Boah. Was ist das denn? Ich glaube, der sollte mal zum Hautarzt gehen. Wenigstens weiß ich noch ungefähr, wie man das steuert. Oh nein. Und wie man sich nicht erwischen lässt. Aber dafür auch nicht, wie man den Gegner erwischt. Und schön Abstand von der Küste halten. Na, wo ist er denn? Der umkreist uns. Nein, links. Da irgendwo. Nee, da? Oh oh. Ich dachte eigentlich, der spuckt uns jetzt ja wieder an. Oh. Oh. Oder rammt uns einfach von unten. Das kann natürlich auch passieren. Wir müssen hier mal von den ganzen Inseln weg. Ja, 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 wir locken den mal hier aufs offene Meer hinaus. Dann kann man auch ein bisschen besser ausweichen. Also die Bilanz vom Schaden und Leben, was wir noch haben, also Schaden, den wir ausgeteilt und Schaden, den wir eingesteckt haben, sieht nicht gut aus. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. So, kommt der dann langsam auch mal mit? Ich sehe leider gar nichts. Na, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ist mal ernsthaft, wo ist der? Und wir fahren aufs Meer hinaus. Wenn du sagen würdest, es ist tot, wäre es mir irgendwie lieber. Ach, der lässt sich gar nicht rauslocken, oder wie? Da vorne. Ah. Können wir den nicht irgendwie treffen? Ohne die Insel da vorne zu treffen. Anscheinend nicht. Okay. Die Viecher selber wegzurammen hat bisher auch nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, ich versuch's lieber gar nicht erst. Aber jetzt muss ich den... Es sind zwei? Sind das zwei? Na komm schon, dreh bei, hart Steuerbord oder Backbord ist rechts, oder? Egal. Kann man später nochmal drauf eingehen? Da habe ich jetzt keine Lust nachzudenken. Ist mir zu kompliziert. Ich muss mich um was anderes kümmern. Und wir haben ihn einmal getroffen, glaube ich. Einen von den beiden. Oder es ist einfach nur ein sehr langer Gegner,
quasi der sich irgendwie um 180 Grad selbst drehen kann. Sich so in der Mitte durchknicken. Sodass es aussieht, als wären es zwei. That's what she said. Kann man nicht eigentlich rückwärts fahren mit dem Schiff? Ich glaube nicht. Da vorne. Ja, ich... Ich drehe. Und da ist er schon wieder weg, bevor man angreifen kann. Es ist echt ein Spaß. Es ist so wunderschön. Die Kanonen reichen bestimmt nicht so weit. Es sieht echt so aus, als wären es zwei, gell? Also wenn es so weitergeht, ey, dann spult bitte vor. Jetzt ist er wieder hinter mir. Da. Na, weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und er ist wieder hinter der Felswand verschwunden. Bis ich da bin, ist er wieder ganz da hinten irgendwo. Mensch, Bones, mach doch mal was. Ich kann das nicht. Ja. Danke für die rege Anteilnahme. Und wir wurden natürlich wieder getroffen. Oh, wir haben Schaden gemacht. Krass. Übertreib mal nicht. Bitte nicht so gefährlich sein, ja? Und volle Breitseite. Naja, immerhin. Und nochmal. Naja. Boah, jetzt. So viel Schaden haben wir noch nie in einer Runde gemacht. Boah, ja, jetzt kriegen wir ihn. Jetzt töten wir ihn bestimmt. Schade. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Wir drehen einfach nochmal bei und fahren zurück. Der taucht ja hier wieder fröhlich herum. Gibt es eigentlich irgendeine Windstärke oder so, die man beachten muss? Dass man zum Beispiel nach da schneller fährt als nach da? Weil man quasi mit dem Wind segelt. Ja, wenn ich wüsste, wo es ist. Also laut der Minimap. Oh oh. Da habe ich ja... Vielleicht fliegt es über uns drüber. Nein. Eigentlich hätte es zwischen den Seilen durchgehen müssen. Ja, nee, das war nicht so gut. Oh oh. Oha. So und zack. Und auf die Inseln Acht geben. Und nochmal eine Breitseite. Oh oh. Ah. Komm schon, beidrehen und pam. Na, es war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Nee, getroffen. Auf die elende Schwanzflosse. Und hier nochmal. Oh, ins Wasser. Pam. Und ja. Na, da schießen die viel zu langsam. Also bin ich ja gar nicht gewohnt. Aua. Bam. Und das war's, würde ich sagen. Ich glaube, da kommen wir hier auch gar nicht mehr weg. Ich versuch's mal, aber haben wir wieder viel zu wenig Schaden gemacht. Und der ist wieder abgetaucht. Ins Exil.
bereit machen zum Feuern. Mist. Da vorne. Da. Ich muss da echt einfach ausweichen. Wenn er mich trifft, dann war's das wahrscheinlich. Aber das Schwierige ist halt dann auch noch selber anzugreifen. Also die Seeschlachten hätten sie echt noch ein bisschen verbessern können. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Bereit machen zum Feuern! Naja. Oh, so ein Zufall. Wie hat er mich jetzt denn getroffen? Der war doch schon wieder weg. Laden wir eben den letzten Spielstand. Und versuchen unser Glück nochmal. Hurra, es ist so spaßig. Ja, ja, ja. Wir kennen das ja Ganze. Ja, 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 ja. Auf geht's! Marsch, Marsch! Erster Gang, Vollgas! Aufpassen! Da drüben! Ich verstehe das einfach nicht, wie man diese Seeschlachten spielen soll. Dass das irgendwie Spaß macht. Oder dass man hier irgendwie mit einer gescheiten Taktik rangehen könnte. Das einfach auf gut Glück draufballern. Die hätten sie auf jeden Fall noch weglassen können. Der... Komm, kann ich eigentlich gleich nochmal von vorne anfangen? Das macht auch keinen Unterschied. Ja, der hat gesessen. Jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, wir müssen das echt einfach auf volles Risiko so hinstellen, dass wir eine Breitseite mitten in den Rücken oder so setzen können. Alles andere ist einfach nur Zeitverschwendung. Und funktioniert eh nicht. Diese Bordkanone kannst du auch vergessen. Der taucht da ständig ab und erscheint am anderen Ende der Karte wieder. Und wirklich manövrieren kann man hier auch nicht mit so, mit so einer elenden Nussschale. Na komm schon. Bis ich bei dem bin, taucht er sowieso hier wieder auf. Ja, wie denn? Ich fahre doch schon hier geradeaus, aber da passiert nichts. Ja. Und erkennen muss man die natürlich auch erstmal. Vielleicht können wir uns parallel dazu hinstellen. Ja, doch, ich glaube, das hat funktioniert. So, und die Breitseite, welche Seite auch es auch immer sein wird, schon mal bereit machen. Jawohl, und nochmal? Nee, jetzt ist er wieder weg. Oh, Bones. Damit kennst du dich aus, hm? Das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel gerade machen kann, ist einfach nur hinterherfahren, oder vielleicht? Nee, jetzt ist er wieder weg. Bevor ich mich überhaupt richtig positionieren kann.
Aber wir haben schon mal mehr Schaden gemacht als in der Runde vorher, glaube ich. Oder zumindest ungefähr auf dem gleichen Schadenslevel. Bleib doch mal stehen! Ich sehe es. Also ein Call of Duty ist es hier nicht. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Schieß! Nicht jetzt. Wenn er anfängt, also ich bitte dich, Spiel. Komm, greif nochmal an. Dritter Versuch. Ja, komm. Ist gut. Spielstand laden. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will aber nochmal was ausprobieren. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mal statt nach Kalador nach Kila fahre. Oh, ja, doch, ich will ja nach Kila fahren. Ändert sich dann die Gegend? Ja, sieht ein bisschen tropischer aus. Vorher war ja auch so mit Rottönen, so Lava und so. Haben quasi für jede normale Karte auch noch so eine Seeschlachten-Map dazu gebastelt. So viel dazu. So viel zu meiner Theorie. Also, Taktik. Scheiß auf die Angriffe von dem. Wir gehen in die volle Offensive. Die ganze Breitseite in die scheiß Welle versenkt. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? So, jetzt haben wir wenigstens eine gute Schussposition. Da freuen sich die Jungs. Vielleicht können wir nochmal. Haben wir nachgeladen? Nö. Aber die Kanonen sitzen viel zu weit hinten an Bord. Muss man sich viel zu weit drehen? Ja, komme ich jetzt hier nicht hin. Hier kann ich ja nicht drehen. Fahren wir einmal um die Insel rum. Um Ulm herum. Oder so. Ah, wo ist er denn? Ich hasse diese Seeschlachten. Na, vorne im Nebel erkennt man ihn ganz leicht. Ist es eigentlich ein R? Ich sag die ganze Zeit R, wobei es wahrscheinlich eher ein S sein müsste. Weil das Seemonster. Aber der Wasserdrache. Und wir alle wissen, die Wasserdrachen sind unsere Freunde. Da ist es. Bones sagt S, also okay. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Jetzt rammt es mich wieder von unten wahrscheinlich. Und kommt gleich von hinten. Ich wusste es. Und auf den Angriff von ihm bereit machen und irgendwie versuchen auszuweichen. Es ist was? Verletzt? Ja, hoffentlich haut's ab. Ich habe keinen Bock mehr auf das. Hoffentlich kommen nicht noch mehr Seeschlachten und später. Achtung! Hinterher!
komm, bleib doch mal stehen. Oh, das nenn ich mal Talent, oder? Ey, sowas auszuweisen. Achtung! Das hätte eigentlich auch irgendwie über das drüber fliegen müssen. Ich habe keine Lust mehr. Ich will es überspringen können. Das gefällt dir, Bones. Augen auf bei der Berufswahl. Wieder abgetaucht. Ich dreh mich schon mal. Die Frage ist nur, ob es auch in die richtige Position war. Es sieht gut aus. Da ist es. Ich sehe es leider. So, und Feuer! Und alles fliegt drüber aus. Also bei uns natürlich, außer wenn er angreift. Dann trifft seine komische Galle da uns immer zu 100%. Egal wie hoch das eigentlich fliegt. Es ist so spaßig. Überhaupt nicht langweilig, oder? Aufpassen. Wenigstens nicht auf die Insel gefahren. Dafür trifft uns das hier. Ich würde ja gerne es entkommen lassen. Dann muss ich nämlich nicht mehr gegen es kämpfen. Ja, aber so langsam, vielleicht in 10 Versuchen oder so, haben wir es dann geschafft. Wir steigern uns ja von Versuch zu Versuch. Wir haben ja Zeit, oder? Wir haben Zeit. Ich baue noch ein paar Werbepausen ein, dann haben wir alle was davon. Jawohl, der hat gesessen. Oh, diese alte Buckelwal, ey. Wenn Bones jetzt nochmal sagt, dass wieder ein Ungeheuer auf uns lauert. Mann, das war knapp. Oh Gott, ich dachte nein. Schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Es hat uns doch erwischt, es steht neben mir. Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wie auch immer, wir haben's geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung, das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch, ist doch klasse. Mach ruhig weiter so, mir gefällt's. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich ja, mache dir ohne mal ein dich. Paar Vorschläge, wie ich das meine. Bitte nein, nicht. Das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Also niemals. Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Ich mach sehr gerne weiter. Runter von meinem Schiff, wir legen ab. Bones, ich wollte schon sagen, ich wäre sehr froh, wenn du an meiner Seite stehen würdest und nicht er hier. Dieses Seeungeheuer ist ja noch schlimmer als es von gerade eben.
So, auf geht's nach Kalador. Da wollte ich eigentlich hin. Haben jetzt eine ganze Folge mit diesem scheiß Drachen da verbracht. Hey, hör mal. Ich denke, ich habe da eine Idee, wie wir hier auf Kalador Gold machen können. Wir verkaufen Matt. Ja. Ich hörte, die Leute hier haben eine große Taverne. Ich werde mich da mal umhören. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Also, triff mich bei der Taverne. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis später. Gerede in Kalador. Ich hol dich dort dann in der nächsten Folge ab. Oder wollen wir auf Kalador eventuell mit Edward rumlaufen? Das wäre wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, oder? Oder wo müssten wir denn überhaupt hin? Wir wollten ja das Eisenerz abholen, damit wir wieder zurück nach Taranis können, unsere Lieblingsinsel. Das müsste eigentlich hier... Aufstieg bei den Wächtern, die Erzlieferung, Karte markieren, Seekarte... Da oben, bei Wilson. Ja gut, da brauchen wir eigentlich keinen Begleiter. Nicht unbedingt. Ja, komm, dann nehmen wir einfach Edward mit. Was soll's? Freut er sich vielleicht? Komm mit. Ja. Und in der nächsten Folge gehen wir dann das Eisenerz abholen und wir statten Patty in der Taverne noch einen Besuch ab. Und in diesem Sinne freue ich mich darauf, hoffentlich keine Seeungeheuer mehr bekämpfen zu müssen und wünsche euch natürlich eine gute Nacht. Und esst was Schönes. Bis dann.